einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch von unserer Seite aus, also beziehungsweise von meiner Seite aus. Ich bin Lachende Lache. Ich werde euch zu einer netten Tutorial-Reihe mit begleiten. Und zwar fangen wir an, Discord-Bots zu entwickeln. Ist mega cool, macht auch mega viel Spaß. Man kann mega viel drum experimentieren und so weiter. Und das ist natürlich auch ein cooler Anfang für eine erste Tutorial-Serie, weil man nimmt halt hier auch vieles ab können muss, beziehungsweise vieles erfährt, wie man eben halt auch Sachen gut erklärt und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt allererstes mal an, also ihr habt ja bestimmt hier alle, also normalerweise startet man ja mal hier. Und dann ist hier eben halt, dann habt ihr hier eure Startseite bei Discord, wenn ihr die Discord-App eben halt öffnet und eben halt noch einen Account habt. So, das erste, was wir machen, ist einen Server hinzufügen, nämlich unseren Testserver. Das mache ich jetzt mal kurz mit. An sich habe ich schon einen, aber ich mache das jetzt mal kurz, damit ihr das auch habt. So, dann klicken wir auf Server erstellen. Dann könnt ihr hier euren Servernamen angeben. Ich nenne ihn jetzt nicht so, ich nenne ihn jetzt einfach Bot Testing Server. Und dann könnt ihr hier noch ein Icon für euren Server auswählen. Ich bin ein ziemlich großer Anime-Fan. Ich nehme jetzt auch einfach mal dieses Wallpaper hier. So. Das finde ich sieht ganz hübsch aus. So, dann klicken wir hier auf Erstellen. So, und dann haben wir hier unseren Server. So, nein, ich möchte keine Leute einladen. So. Gut. Dann haben wir hier unseren Server. Ich bin jetzt hier im Sprachchat. Ja, also ich habe hier auch ein paar Server. Jedenfalls, also, wir fangen dann jetzt erstmal an. Also als allererstes öffnen wir jetzt mal unseren Browser. Dann geben wir hier ein Discord-App. So, dann gehen wir hier aufs Developer-Portal. Das erkennt natürlich sofort, ob ihr hier eben halt schon, wer ihr seid. So, dann klicken wir hier auf New Application. Dann gebt ihr jetzt hier den Namen für euren Bot ein. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Tutorial Bot. So, dann klicken wir auf Create. So, dann haben wir jetzt hier, das ist noch kein Bot, das ist bis jetzt erstmal nur eine reine Applikation. Dann gehen wir hier auf Bot. So, und jetzt gehen wir hier auf Add Bot. So, das heißt einfach nur, dass das unsere Applikation einen Bot für Discord macht. If add bot, yes do it. Und schwuppsiwupps, das ist ein wilder Bot, hat sich erstellt. Gut, dann gehen wir jetzt hier auf, Bot. Wir gehen hier auf runter und klicken Administrator an. Also das ist nicht unbedingt immer das, was ihr machen solltet. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel für einen öffentlichen Server oder sowas eben halt einen Bot macht, würde ich euch immer empfehlen, überlegt, was der Bot können soll und dann gebt ihm danach eben halt die Rechte hier und nicht Administrator. Das erzähle ich euch jetzt auch gleich, warum nicht, und zwar, beziehungsweise erkläre ich euch später, sonst wäre das jetzt zu viel. Gut, so, der Bot ist aber noch nicht auf keinem Server, der Bot ist jetzt erstmal nur da. Das ist jetzt eine Applikation von uns, der Bot ist jetzt einfach da so. Also ihr könntet hier theoretisch gesehen auch noch ein Icon für euren Bot machen. Das mache ich jetzt in dem Fall immer nicht. Aber was ich jetzt brauche, ist die Client-ID. Die ist hier. So, die können wir uns hier mit Copy holen. Vorher, das habt ihr bestimmt schon gesehen, habe ich auf meinem anderen Testserver hier einen kleinen netten Link reingeschickt. Den Link packe ich natürlich auch in die Videobeschreibung. Und zwar geht ihr jetzt in halt euren Browser, geht jetzt hier oben hin und jetzt hier, wo das Punkt, Punkt, Punkt drin steht, das macht ihr weg und dann geht ihr hier auf Client-ID, geht auf Copy und hier hinter dem Client-ID unterstrich, Client-ID ist gleich, tragt ihr hier die Client-ID ein, also sprich, ihr macht den Punkt, Punkt, Punkt weg und ersetzt es dadurch. So, geht auf Enter. So, erkennt er nämlich den Bot. So. Ihr müsst, um den Bot auf dem Server zu connecten, auch natürlich selber die Rechte überhaupt auf dem Server dafür haben. Ich habe jetzt zum Beispiel nur auf dem Bot-Testing-Server und auf meinem anderen Test-Server das und ich nehme jetzt den Bot-Testing-Server, dann können wir den nämlich für die Tutorials nutzen.
Gehe ich jetzt hier auf Bot-Testing, auf Authorize. Dann müssen wir hier noch ein Capture machen. So, das sind Busse, Fahrräder, hier. So, bestätigen. Authorized. So, jetzt sehen wir auch hier, haben wir eine neue Meldung und zwar Tutorial Bot ist da. Gut, dann können wir die Seite hier wegklicken. Gut. Ja, was wir jetzt noch brauchen ist, also falls ihr auf Linux oder Mac seid, müsstet ihr Pip und Python installiert haben. Python müsstet ihr eigentlich auch auf Windows installieren. Python installiert ihr auf die installiert ihr unter python.org. Also python.org. Dort könnt ihr euch Python runterladen, weil wir machen das hier nicht in Node.js, wie es viele andere machen. Aber ich finde eben halt Python cooler, ist eine, finde ich, coolere Programmiersprache, macht auch, finde ich, für mich mehr Spaß zum Lernen. Node.js ist zwar ziemlich flexibel, das ist Python allerdings auch. Gut, jetzt hier auf Download, also bei mir wäre es jetzt hier Mac OS X, weil ich auf dem Mac online bin. Ja, dann ladet euch einfach Python runter. Was ihr machen müsst, wenn ihr Python, also ich mache das jetzt mal kurz. Ja, komm. Dann habt ihr Python runtergeladen, dann geht ihr auf die PKG. Ist jetzt hier so ein Installateur. So, den macht ihr natürlich durch. Und dann zum Schluss öffnet sich ein Ordner. Dort ist eine Install Certificates Start drin. Also sprich eine Batch-Datei, eine Bash-Datei hier in dem Fall und bei Windows hinter der Batch-Datei. Die einfach doppelklicken, dann installiert ihr euch nämlich die ganzen Zertifikate, und zwar die SSL-Zertifikate und so weiter, die braucht ihr nämlich, um dass der Bot überhaupt erstmal, dass sie eben halt auch, weil wir haben jetzt hier keinen Server, wir haben das eben halt, das ist alles per Localhost, und ihr müsst das eben halt so machen, dass der eben halt von eurem Computer startet er und ist auch online dadurch. Weil ihr seht ja, der ist hier offline, so. Und da müsstet ihr eben halt erstmal die ganzen Zertifikate für Python installieren. Gut, wenn ihr das gemacht habt, dann ist es ganz einfach. Dann müsst ihr jetzt nur noch die Konsole aufrufen. So, bei Windows ist es einfach so, da nutzt ihr einfach nur Install. Und wenn ihr auf Mac oder Linux seid, dann nutzt ihr Pip. Pip müsst ihr natürlich vorher installieren, das ist nicht vorinstalliert. Ihr das alles gemacht habt, dann müsst ihr einfach nur noch sudo install sudo pip install discord. So. Zack, zack, zack. So, bei mir ist jetzt hier ein Error gekommen, weil ich nicht pip nutzen muss, sondern das ist ein bisschen blöd auf Mac. Das ist bei Linux einfacher, bei Mac ist das so, ihr müsst immer noch differenzieren zwischen pip 3 und pip und Python 3. Wenn ihr nur Python aufruft, also jetzt beispielsweise, upsala, so, dann wenn ihr jetzt hier nur Python aufruft, dann kommt ein Interpreter, also das hier nennt man Interpreter, für Python 2.7.16. So, das wollen wir aber nicht. Ja. Dann nutzen wir eben halt hier Exit. Control-D war das. Jedenfalls, wenn ihr dann Python 3 aufruft, dann nehmt ihr die Python, dann nimmt ihr die Python-Version, die neueste bei euch, also die neueste Python 3-Version, die ihr habt. Das wird dann wahrscheinlich, wenn es Python 4 geben wird, auch so sein dort, dass ihr dann Python 4 nehmen müsst. Mit Python 3 kommt ja eben den Python 3-Interpreter. Könnt ihr übrigens auch ganz lustig den auch als Taschenrechner nutzen, wenn ihr jetzt hier 1 plus 1 habt, gibt auch 2 aus. Jedenfalls müsst ihr aufpassen, und das gleiche ist eben halt auch bei Pip so, dann müssen wir noch differenzieren zwischen Pip und Pip 3. Wenn ihr das macht, dann, wie ihr seht, kommt ja auch kein Fehler. Also nicht wundern deswegen. Gut, dann haben wir den die Python-Datei von Discord installiert, also die Discord-API in Python. Gut, dann werden wir uns beim nächsten Mal darum kümmern, dass wir eben halt unseren Bot anfangen zu programmieren. Und ich hoffe, euch hat das Tutorial soweit gefallen. Und
Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald. Yeah, haut rein. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles.